In den nächsten vier Movies möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Hilfe von Adobe Animate ein interaktives Webbanner oder ein animiertes Webbanner erstellen. Ich habe Animate schon gestartet. Jetzt klicke ich hier auf HTML5 Canvas. Dann geht mein Fenster auf. Als nächstes stelle ich in den Eigenschaften meine Größe ein. Ich nehme da mal 750 mal 300 Pixel und habe so ein queres Banner. Jetzt fange ich schon an, die Bilder hier hinein zu integrieren. Das geht folgendermaßen: Datei importieren, in die Bühne importieren oder hier ist der Kurzbefehl Command und R. Jetzt habe ich hier ein paar Bilder. Ich wähle zuerst den Pfäffikersee aus. Ich sage Öffnen und das Bild kommt hier hin. Ich kann mir das mal irgendwo so hinschieben, wie ich das möchte. Der schwarze Rahmen gibt nachher meine Bannergröße an. Ich habe die Bilder bewusst größer gemacht. Jetzt in den Ebenen mache ich einen Doppelklick und benenne das See. Mache direkt hier unten ganz links eine neue Ebene, benenne die mal C2P und gehe jetzt mit dem Kürzel wieder hinein, importieren, in die Bühne importieren und jetzt habe ich das Come to Publish Girl, das nehme ich mal hier hin. Gut, dann mache ich mir noch eine dritte Ebene, Doppelklick. Nenne das Sonne. Datei importieren, in Bühne importieren und ich nehme hier mal die Sonne mit hinein. Die platziere ich mir jetzt auch irgendwo, wo ich das gern möchte. Ich kann das gut auch außerhalb machen. Sie werden nachher sehen, warum. Okay, so, jetzt habe ich das Ganze schon. Und jetzt muss ich noch sagen, unter Datei, Einstellung für Veröffentlichungen, unter diesem Spreadsheets muss ich sagen, die Bildelemente, dass die nicht kombiniert werden, dass ich immer wieder zurückgehen kann und sage mal, okay, dann speichere ich das Ganze noch, speichern unter, speichere ich das mal in meinen Ordner ganz kurz und sage dem mal C2P Web Banner. Dann haben wir das. Ich sage OK und Sie haben gesehen, es ist eine FLA, eigentlich eine Flash-Datei und mit der werden wir dann arbeiten. Mal schauen, was wir gemacht haben bis jetzt. Ich gehe unter Steuerung und sage einfach mal testen. Und Sie sehen jetzt den Ausschnitt, den ich gewählt habe, wie groß das ist und wo das Ganze steht. Mehr dazu im zweiten Teil.